Bitte halten Sie sich an die Sicherheitsmaßnahmen und vermeiden Sie panisches Herumgeschrei. Willkommen im Lambda-Komplex. Und damit auch herzlich willkommen zurück bei Half-Life. Wir haben es geschafft, Leute. Wir sind im Lambda-Komplex. Hier, da, schönes Half-Life-Logo. Wir haben es quasi geschafft. Spiel. Ich hab dich gesehen, Kollege. Da war doch einer. Hä? Ich bin mir sicher, dass ich da einen gesehen habe. Ja, gut, wir sind, das fängt ja schon gut an. Wir sind auf jeden Fall im Lambda-Komplex und müssen hier den Reaktorraum fluten. Coolant System. Und wir sind hier letzte Folge schon rumgelaufen, allerdings musste ich, nachdem ich geladen habe, irgendwie war der Speicherpunkt an der falschen Stelle. Und deswegen musste ich hier nochmal ein paar Gegner umhauen. Wundert euch also nicht, wenn meine HP und Schild nicht zu dem passen, was ihr in der letzten Folge gesehen habt. Wie gesagt, ich musste mich noch mal ein wenig... Musste da noch mal ein bisschen rumballern. Nice. Wieso bist du nicht tot? Was? Um Himmels Willen! Wie viele denn noch von den Dickmännern? Schnauze! Oh Gott! Das hört ja gar nicht mehr auf. HP nur noch. Oh, da hinten liegt HP. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Menschenskinder, was werfen die mir denn hier entgegen? Maintenance Access. Flow to Main Reactor. Okay, das ist schon mal... War das schon mal rein? Nee, sollen wir... ich kann mich nicht entscheiden, ob ich erst rumgucken will oder ob ich da schon runter möchte. Also wir müssen den Bums... Hallöchen, endlich mal ein freundliches Gesicht. Willst du mitkommen? Okay, warum nicht? Wolltest ja, warum nicht? Ey, was heißt denn hier? Hier wird nicht abgekratzt. Wenn hier einer abkratzt, dann bist du das. Du bist hier der NPC. Aha. Sie müssen beide Pumpen aktivieren, um den Reaktor zu überfluten. Mhm. Über die Röhre da unten kommen sie dann zum Kern. Die Zeit ist knapp. Okay, alles klar. Hab ich gemerkt. Ich muss beide Pumpen betätigen, damit der Raum geflutet ist und dann kann ich durch irgendeinen Tunnel. Wo auch immer dieser Tunnel dann sein mag. Das ist, das sehen wir dann. Wenigstens haben wir wieder HP. Ah, okay, der Raum. Verstehe. Müssten wir doch eigentlich... Wenn wir jetzt hier rüber gehen und da einmal... Wobei, warum... Warum kann ich da denn jetzt nicht durch? Wo ist denn da das Problem? Genau, wir waren ja da gerade drin. Ich gehe da jetzt einfach rein. Ich mache das jetzt einfach. So, dann kann ich nämlich hier durch. Das ist der Tunnel, von dem er sprach. Ah, guck mal, wird schon mal... Schon gespeichert. Radiation Hazard, na toll. Gut, ist halt ein Reaktorkern, ne? Ist das der Kern? Ich weiß nicht, wie so ein Kern aussieht. Ah, guck mal, und hier haben wir unsere Ventile. Und der ganze Raum hier muss geflutet werden, oder? Zwei noch. Ich habe nicht das Gefühl... Boah, sehr schön, hier kann man mal stehen. Ohne die ganze Zeit mit der Leertaste da rumzuhampeln. No access. Ist aber auch nicht offen. Warum? Oh, okay, ich verstehe. Das bleibt nicht... Irgendwas ist da noch im Argen. Okay, ich muss beide Pumpen öffnen. Aber das will gerade nicht so, wie ich das will. Können wir da irgendwie... Keine Ahnung, gibt es da sowas wie Pump Control? So ein Vierlefanz? Vielleicht gab es ja auch was im Maintenance Access, ne, was ich mal wieder übersehen habe. Wir gucken mal. Nee, das ist jetzt ein Problem von ihm. Da. Kann mich hier nicht um alles kümmern. Ja, Eugene, tut mir leid.
Ah, guck mal hier. Haben wir noch. Okay, wir haben den Kern. Tank 1, Tank 2. Tank 2, Tank 1 und die Pumpen jeweils. Maintenance Access. Also da sind wir Nee. Das hier ist der Tank hinter uns, oder? Das hier ist der Tank Aux. Ist das nicht ein Kopfhörerausgang? Und dann sind wir hier im Maintenance Access. Schwimmen in den Chor und da sind die beiden Tore, wodurch das Wasser kommt. Okay. Kann ich hier... Magst du nochmal erklären? Also, dann los. Wohin denn los? Brauche ich? Gucken wir uns einfach mal die anderen Sachen. Wir haben noch das Coolant System. Genau, da steht es ja auch. Aux Tank Reaktor Access. Aber irgendwas funktioniert. Oh mein Gott. Was soll denn das? Oh fuck! Tut mir leid. Tut mir leid, Wissenschaftler Nummer 3. Das sollte so nicht laufen. Meine Güte. Was ist denn das hier für eine stressige Passage? Ja, hier ist auch nochmal der kleine Coolant System. Wir gehen da jetzt einfach mal hin. Wir können ja da unten... Gehen wir da rein? Nee, ne? Nee. Natürlich nicht. Abzusehen. Leitern, meine alte Nemesis. Wissen wir wenigstens, dass wir da nicht lang müssen. Das ist ja auch schon mal was. Sieht das dann hier aus? Erstmal speichern. Coolant System. Sehr einladend. Was? Junge! Soll ich einfach hinter mir spawnen? Hallo? Oh. Oh, er lebt ja noch. Oh, er lebt nicht mehr. Er läuft auch noch. Gott. Es sind voll viele von diesen dicken Typen. Oh. Habt ihr gesehen, wie gut diese Granate geflogen ist? Das war ja ein Traum. So, jetzt lass mich hier mal kurz... Weißt du das? Das ist so ein kleiner... Um was dran zu hängen. So ein kleiner Haken für schweres Gerät. Jo, gehen wir mal nach oben. Ich weiß jetzt noch nicht, ob das hier... Pumpstation! Ja, wunderbar! Da wollen wir hin. Oh. Wieso sind denn die Schüsse da auf diesem Steg? So, meine Güte. Nicht mehr, Kollege. Unsere Pistolenmunition ist ja auch... Eieiei, hatten wir davon nicht mal super viel? Ich glaube, wir müssen mal ein bisschen die Schrotflinte benutzen. Ja, da haben wir ordentlich Schuss für. So, da können wir die anmachen. Ja, let's go. Blödsack. Mann. Ja, guck mal, perfekt. Genau, und das ist, da müssen wir aber, da kommen wir nicht durch. Da ist ja das Gitter davor. Es sei denn, nee, das ist jetzt noch nicht offen, weil wir das ja im Reaktorraum noch nicht geöffnet haben. Deswegen gehen wir jetzt in den Reaktorraum. Öffnen da den Zugang. Dann müsste der ja schon ein bisschen volllaufen. Und dann können wir im Reaktorraum eventuell ein bisschen nach oben schwimmen. Was man halt so macht im Reaktorraum. Um dann vielleicht auf eine andere Ebene zu kommen. Oh, warte mal, hier ist auch noch einer. Oh, hallo. Oh, da sind zwei.
Normale. Nein. Stress pur. So, einmal rüber. Schwimmen, schwimmen, schwimmen. Boah, da würde ich ja durch so einen Schacht hier einfach schwimmen. Nicht zu wissen, wie lang der ist. Boah, ekelhaft. Das ist ja auch grünes Licht. Was macht es? Es leuchtet grün. Ja, guck mal hier. Verdammt. Scheiße. Ich dachte, komm noch eine Etage höher. Wir müssen irgendwie den Zugang zu Pumpe Nummer 2 finden. Wie machen wir das? Nur mal einen Blick auf den Plan werfen. Wo war denn der nächste Plan? Der war hier vorne im Atrium. Was ist denn das? Wieso sind hier immer wieder Viecher? Verdammt, ich wollte... Oh, Lasertime. Oh, die Laserwaffe, super. So, wartet mal. Hier sind wir durch. Da sind wir zum Tank Nummer 1 gekommen. Coolant System 1, Coolant System 2. Ich gehe da jetzt nochmal gucken. Ich weiß, das ist da eingestürzt. Aber vielleicht ist da ja... Gut. Okay. Ist also doch nicht so das Hindernis, wie befürchtet. Oh, das ist die dicke Wumme. Naja. Auch mal mit der dicken Wumme. Vor lauter Leute Euphorie über die dicke Wumme. Sprachfindungsstörungen. Not on my watch. Oh, das bewegt sich. Wie so ein Kind. Oh, was Süßes. Alter, ist doch kein Horrorgame hier. Was soll denn das? Spinnt doch. Könntest du jetzt einfach krepieren? Ja, geht doch, meine Güte. Ja, hopp. Nee, der ist schon tot. Nee, wir müssen hier einfach durch. Einfach mal kurbeln. Ja, gut. Überhaupt durchkommen. Krieg nochmal speichern. Ah, ja. Unsere alte. Nemesis sind die ja nicht. Die Headcrabs sind eigentlich echt cute, muss ich sagen. Vielleicht ein bisschen weird, nehme ich zu. Aber es gibt ja auch so süße Headcrab-Stofftiere. Sind schon irgendwie ganz putzig, gibt's zu. Also, natürlich nicht, wenn man. Wenn man ihr Maul sieht, wie gerade. Na, also sie sind hier von der Seite sind die überhaupt nicht cute. Aber von da sind sie schon ganz putzig. Wunderbar, der läuft jetzt voll. Und dann können wir auch die zweite Pumpe anmachen. Dann können wir den Reaktorraum fluten und dann haben wir Half-Life 1 durchgespielt. Bestimmt. Weil ein überfluteter Reaktorraum ist ein guter Reaktorraum. Mussten wir? Ja, genau. Hier einmal so da hinten den Gang. Ach, guck mal, sehr schön. Hier sieht man auch alles auf grün. Genau. So, jetzt hier durch. Einmal nochmal schwimmen gleich. Geronimo! Ist denn, ich habe gerade drüber nachgedacht, das Wasser um, das Kühlwasser um einen Reaktorkern. Ich wollte erst sagen, das müsste doch eigentlich super verstrahlt sein. Aber ich glaube, ich habe auch mal eine Doku drüber gesehen. Das ist auch so ein Satz, ne? Habe ich mal eine Doku drüber gesehen. Dass das tatsächlich super harmlos ist. Dass du in der Kühlflüssigkeit vom Reaktor ohne Probleme schwimmen könntest. Ohne, dass dir ein dritter Arm wächst.
Weil das ist passiert. Das ist natürlich was passiert, wenn du Strahlung ausgesetzt wirst. Superkräfte oder einen dritten Arm. Oh, oh, okay. Ah, jetzt. Oh, ich verstehe. Ich verstehe, ich verstehe. Wir wollen hier auf gar keinen Fall. Hm, scheiße. Verflucht. Ich will nicht den Britzellaser abbekommen. Hilfe. Oh Gott. Ja, scheiße. Na gut. Oh nein, ich habe zuletzt gespeichert. Denn ich mache einen klitzekleinen Cut. Wir sehen uns gleich am Reaktorraum wieder. So, nehme ich jetzt einfach ab hier mit. Muss ich da nicht gleich so wuselig rumdrücken. Irgendwelche Tasten für Aufnahme fortsetzen und schwimmen. Da muss man die ganze Zeit... Was erkläre ich das denn? Wir machen jetzt hier das Ventil auf. So, Nummer 2. Und ab nach oben. Und dann müssen wir die eigentlich auch gar nicht töten, die Kollegen, die da stehen. Werden ja einfach von den Reaktorblitzen gegrillt. Das heißt, ich kann einfach kurz warten, Munition sparen. Ja gut, okay, vielleicht... Vielleicht gehen wir doch selber mal ran. Oh ne, guck mal, da ist er tot. Sehr schön. So, je höher die Reihe, umso mehr Britzelstrahlen sind das. Ah, ne, guck mal, der dreht sich hier nicht die ganze Zeit. Der macht immer so ein... Oh Gott, oh Gott. Okay, so hier erstmal kurz verharren. Da müssen wir rüberspringen. Die Grünen drehen sich die ganze Zeit, ne? Okay. Ach, verdammt! Ich mache hier schon mal einen kleinen Speicherstand. Hey, die Leiter, ne? Nee! Ein Hoch auf den Speicherstand. Was habe ich denn so verkackt, den Sprung? So. Geh aus. Okay. Alles gut. Direkt speichern. Puh. Kernkraft, Leute. Da willst du nicht mit rumspielen. Supply. Oh ja. Sehr schön. Ist das schon alles? Wieso klingen die so komisch? Was sollen die denn sein? Na gut, wir hinterfragen das nicht weiter. Sprotflinte zücken. Jetzt interessant, wie sich so das Schrotflintenfadenkreuz überhaupt nicht. In so ziemlich jedem Spiel ist das ja der große Kreis. Und in Half-Life ist das einfach der kleinste Kreis, den sie hatten. Nicht, dass ich das schlecht finde, es ist nur. Es ist doch eher ungewohnt. Warte mal hier. Da brabbelt einer, aber ich kann kein Wort verstehen. Ah, hallo. Ich nehme dir mal deine Heilstation weg, weil du brauchst die ja nicht. So. Bevor ich ihn mitnehme. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Wow. Okay, Boomer. Na gut, so was haben wir denn? Schon wieder der Typ! Was hat's mit dem auf sich? Der sah, am Anfang haben wir den in so einem Meeting gesehen, wo der einfach mit Leuten gebrabbelt hat. Und dann war der einmal an der Tür, wo die große Fluchtaktion war, wo gerade alles den Bach runterging. Weißt du was? Das ist die falsche Waffe. Den wollte ich. So, komm her, Junge. Who wants some? Jetzt habe ich den 0815-Gegner mit der geilen Knarre. Naja. So, das können wir aufmachen. Ich will aber erstmal gucken. Nee. Nee, da gehe ich jetzt.
Nee. Was? Was ist denn jetzt los? Kommen ja auch noch Portale ins Spiel. Ich geh doch irgendwo runter. Gott, sind ja wieder zig Wege. Hilfe! Oh, ich liebe die. Puh. Das hätte besser laufen können. Hätte aber auch schlechter laufen können. Und das Labor kommen wir nicht. Hier geht's auch schon wieder irgendwo runter. Ach, meine Güte. Okay, wir fangen jetzt ganz vorne an. Das ist viel zu viel. Wir fangen ganz, ganz vorne an. Hier machen wir einmal auf. Achso. Nein, nicht wieder. Nein. Aufschrauben. Aufschrauben vor allem. So, was passiert da? Hab nicht so richtig verstanden, was das Ventil da jetzt genau gemacht hat. Aber da wir da eh nicht reinkommen, geht's zur nächsten Tür. Und dann nehmen wir hier mal das erste. Ich hoffe einfach, dass das ein Portal ist. Der Typ eben ist auch durchgegangen. Oh. Oh, okay, es ist einfach nur... Ah. Soll einem wohl mal kurz erklären, was das für Dinger sind und was die machen. Okay. Ist gar nichts. Ist richtig so? Da wäre aber ein Portal da unten. Aber da müssen wir wahrscheinlich das Gegenstück zu finden. Das heißt, wir gehen hier wieder raus. Den Raum können wir für den... War das hier schon die ganze Zeit so? Warte mal. Aha. Okay. Die Relevanz dieser Ventile werden wir bestimmt noch herausfinden. Wir gehen mal hier runter. Er hat geladen. Es gibt mir immer das Gefühl von nächstes Level. Und dann habe ich die Befürchtung, hier nicht alles gefunden zu haben. Aber hier ein bisschen. So, wir laufen einmal kurz mit. Eine Runde. Yay! Einmal im Karussell. Hui! Da ist Bums drin. Da ist ein Portal. Also ich hätte jetzt behauptet, wir nehmen das Portal, weil das aussieht wie das Ding. Dann landen wir auf dieser Kiste, springen in die Mitte und kommen da wieder raus. Und was uns das dann bringt? Nun, wir sind durch Portale gegangen. Und das ist schon eine coole Sache. Oh. Oh, das Portal ist out of order. Oh. Okay, das habe ich nicht erwartet. Das. Ja, Aha! Das ist der Raum hier, wo wir eben nicht wussten, wie wir da hinkommen. Sehr gut. Ordentlich Ausrüstung. Und dann geht's hier. Oh, das ist ja ein Traum. Ah, oh, die haben sich was dabei gedacht. Die haben sich definitiv was dabei gedacht. Können wir jetzt ganz, ganz entspannt in den nächsten Abschnitt. So, was haben wir denn hier? Mhm. Level D. Level C, was ist das denn? Da leuchtet irgendwas. B. A. Buchstaben vorlesen? Kann ich schon mal. Ich nehme an, das sind... Ja, sieht halt ein bisschen aus wie die Portale, ne? Aber ob die hier Portale einzeichnen oder ob das irgendwie... Ich weiß es auch nicht. Es sieht schon so aus, ne? Als wären das die Portale, die da eingezeichnet sind. Dann ist nur die Frage... Ah ja. Hö? So, jetzt warte mal.
Oh, mehr Kram, sehr gut. Aber... das scheint mir jetzt noch nicht... also in die grüne Plörre da unten werde ich jetzt nicht klettern. Müssen wir vielleicht das Ventil doch aktivieren? Aber welchen Effekt sollte das auf die Plörre haben? Probieren es einfach aus. Ich wette, das Ventil war dazu da, um einem den Kampf hier leichter zu machen. Dann stehen die Gegner alle in dem heißen Gas. Und dann kriegst du die halt leichter weg. Ja. Die halt schon selber schaden. Ja, das... guck mal, das speichern wir. Das ist dafür da. Das, ist außer Frage. Mir aber auch nicht hoch. Zumindest führt das nirgendwo hin. Warum leuchtet das da? Bin zu fett. Also das ist ja schon... na, der Kern, so. Müssen wir von hier irgendwas machen? Da oben ist nochmal ein Portal. Nee, wir kommen immer wieder hier raus. Und hier geht's wieder zurück. Aber warte mal, da oben ist ja... da ist ja eine Tür. Da müssen wir ja irgendwie drauf kommen. Wie kommen wir da hin? Was müssten wir? Eine Etage hoch, ne? Nee. Vielleicht muss ich den Typen da hinten einmal mitnehmen? Hier ist nicht... aber warte mal. Nee, das... obwohl, warte mal. Ich weiß nicht, was ich mir davon erhofft habe. Nein! Ah, verdammt. Oh, jetzt bin ich wieder hier. Das ist scheiße. Ich muss doch irgendwas hier machen. Kommt jetzt das Teil her? Mal was Neues. Hier Knöpfe drücken. Wo bin ich denn überhaupt? Ich bin Level C. Okay, ich bin da. Vielleicht sagt das leuchtende Ding hier auch, dass ich da... ach, das soll ein Mannequin sein, das die Hand hebt. Ja gut, auf der Ebene bin ich. Alles klar. So, dann eine Etage höher hier. Das ist, wenn wir hier die Leiter hochgehen. Ich nehme an, dass wir nach ganz oben wollen. Was übersehe ich denn schon wieder? Also hier ist ja ein Portal, wo wir den Kollegen eben gesehen haben. Guck mal hier, der Kollege ist ja auch noch da. Wie kommen wir da hin? Das ist ja anscheinend... das ist ja irgendwie wichtig, das Portal. So, warte mal. Da unten sind die Röhrchen. Du kommst jetzt mal mit hier, Kollege. Ja, nichts wie raus hier. Du kommst jetzt einfach mal mit. Und wir versuchen jetzt nochmal unser Glück hier ins Supply. Irgendwie fand ich das gar nicht so blöd. Gehen auf die Leiter nach ganz oben. Wir kommen da nicht so richtig... von weg, von hier oben, von der Leiter. Ja, vielleicht ist das nicht die Lösung. Vielleicht ist das wirklich nicht die Lösung. Wir müssen irgendwie in diesen Raum. Kannst du den aufmachen? Können wir hier runter? Nee. Mal gucken.
komme ja hier... komme ja hier nicht weiter. Hier ist auch kein Portal. Nichts bis hier. Eugene? Ach da. Okay, ich werde das Gebet sichern. Ja, schön bei mir bleiben. Wie oft ich jetzt schon diese Türen angedrückt habe. Also in die grünen können wir nicht. Das sind die Portale, wo wir rauskommen. Was war hier unten nochmal? So, jetzt kommen wir auf die Ebene. Warum sollte man hier hin können? Also was wollen sie uns damit sagen? Ist das einfach... keine Ahnung, falls hier mal Reparaturarbeiten durchgeführt werden müssen. Ich sehe wieder irgendetwas Offensichtliches. Gehen wir mal hier runter. Reaktor Level C. Wir kommen doch hier nicht einfach nur hin, um da ein bisschen Bums einzusammeln. Das muss doch hier... das muss doch irgendwo hinführen. So, ja. Mal einsammeln den Bums. Ich gehe da jetzt rein, Leute. Was habe ich erwartet? Was habe ich erwartet? Halt radioaktiver Giftkram. Passt ja hier auch nicht durch. Mann. Was muss ich machen? Gerade irgendwas aufgegangen? Da hat doch gerade was gezischt. Ich werde diese Tür immer andrücken. Hier steht dann noch. Können wir irgendwie. Naja, guck mal, ist auch, ne? Gelbes Portal, grünes Portal. Können wir irgendwie umschalten? Nee. Wir müssen in diesen Raum. Dürfen wir aber nicht. Tja, Leute. Was ist die Lösung? Wenn ich hier nochmal aufschraube. Aber da tut sich ja dann... wir können ja jetzt... wir sind ja noch nie nach hier hinten gelaufen, glaube ich. Während hier der Wasserdampf an war. Ich wüsste nicht, was das... was das ändern soll. Tja. Ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle mal einen Cut. Und mit Cut meine ich tatsächlich das Ende der Folge, da wir ja jetzt auch schon eine gute halbe Stunde dran sind. Schade, das hätte ich jetzt eigentlich gerne noch gelöst, aber ich glaube, da werde ich mal ein bisschen rumstöbern müssen. Was jetzt hier genau die Lösung ist, also irgendwas mit den Portalen, irgendwas Offensichtliches übersehe ich. Falls ihr jetzt schon euren Monitor anschreit, weil ich zu blöd bin, das zu sehen. Es tut mir leid. Ihr werdet es finden in der nächsten Folge. Versprochen. Ganz bestimmt. Ganz bestimmt. Was soll schon passieren? Noch eine Folge, wo wir rumlaufen? Das ist jetzt sehr unbefriedigend, aber was soll ich denn machen? Wir sehen uns in der nächsten Folge, dann mit Lösung. Macht's gut.